Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkey. Ist das die DAX-Analyse für Donnerstag, den 2.3.2023? Unser DAX hat zum Mittwoch hier Klimaaktivist gespielt. Der hat sich einfach festgeklebt. Der hat zwar schön rumgerudert, ne? Also auf Tagesebene mal oben drüber geguckt, mal drunter geguckt. Aber alles das, was wir haben wollten, was hier für einen Ausbruch etwa hätte helfen können, ist nicht gekommen. Ja, 2,70 hat man auch gesagt, könnte man drunter stechen, um sich einfach nach unten ein bisschen was zu aktivieren. 2,30 Gap Close, 150, 101. Da ist er aber wirklich auf der letzten Rille gedreht, hat sich wieder gut nach oben gezogen, auch wirklich gut nach oben gezogen. Sodass mich das gar nicht wundern würde, wenn er zum Donnerstag erstmal wieder nach oben anstartet. Ähnlich hat man das auch gestern gesagt, gehen wir mal eine Zeiteinheit tiefer. Aber bevor wir in Zeiteinheit tiefer gehen, hier noch fällt auf, wir haben eine kleine Popcorn drin. Ich bin da kein besonders großer Freund von dem Pattern. Aber es ist halt eben auch immer wieder so, dass, ich sag mal, eine Popcorn, wenn sie denn oben oder unten auflöst, auch mal gut und gerne das zweieinhalbfache der Breite der Popcorn wieder freisetzen kann. Wenn ich das jetzt zusammenziehe mit den Bollinger Bändern, wo es ja ohnehin heißt, sobald der Markt aus den Bollinger Bändern wieder rausschließt, in dem Moment, wo sie unheimlich verengt sind, wie sie eben hier auch sind, kündigt der Markt dann eben wieder Bewegung an und kann auch trenden und übertreiben, würde das hier gut aufeinander passen. Aber man muss halt raus, ja, man muss halt raus. 2,70 hat man gesagt, unten, da hat er mal dran rumgekramzt, na, 2,70 hätte er machen müssen, um sich 2,30, 1,50 zu aktivieren. Das hat er nur angekratzt, da hat er nicht richtig genug dran rumgerüdelt und sich dann sogar am Abend wieder so gut aufgedreht, dass das schon wieder so aussieht, wie als er drückt er uns nach oben raus zum Donnerstag. Wir hatten gestern auch gesagt, dass er uns bestimmt erstmal wieder nach oben rausdrückt und hier einen guten Meter wieder ziehen kann, bis in die 94, 480, nee, 490 haben wir gesagt, ja? 490, dann 550 und sogar noch höher. Das ist ganz schön verkümmert dann hier, ne, an der alten Wassenlinie hier. Wo kommt die her? Das findet man jetzt gar nicht. Hoffe nicht, dass die bloß fälschlicherweise hier gezogen ist, aber sieht nach einer alten Trendanstiegslinie aus. Und hat sich einfach abgestoßen, wieder nach unten gedreht, hier jetzt stabilisiert. Also würde mich gar nicht wundern, wenn er sich hochdreht, rein von der Formation. Haben wir aber vom Tief weg, ne? Naja, nee, war gar nicht höher, hä? Ne, war nicht höher. Okay, dann könnte das noch eine ABC sein. Also könnte er jetzt sogar noch richtig rausziehen. Ich wollte nämlich gerade sagen, er bräuchte jetzt noch ein neues Tief, weil er ja hier höher war, aber er war ja gar nicht höher. Das war nicht höher. Hier waren wir. Hier waren wir um hoch. 4,81. Hier waren wir um hoch. 4,78, ja, da waren Tief hoch, hoch. Damit potenzielle A, B, C. Hier der erste Stoß nach oben. Könnte also noch was nach oben ziehen, wenn er denn zum Donnerstag gut nach oben durchdreht. Na, also gebt ihm gut und gerne wieder 4,90, 4,80 Platz bis oben, wenn er denn gut performt. Wenn er sich über eine 3,50, sag ich mal, 3,30 wieder nach oben drüber geschoben kriegt. Na, nicht aufpassen, dass man nicht. Es gibt hier viele, die machen immer in der Range einen Fehler. Die gehen immer in so einen Bereich Long. Ja, legen den Stop-Loss in die Mitte von der Range, dann gehen sie im unteren Bereich der Range Short, legen den Stop-Loss in der Mitte in der Range und lassen sich ja am laufenden Band eigentlich immer aus dem Markt wieder rausschmeißen. Das ist, so tradet man in der Range, nicht, ne? Man tradet in der Range in dem Moment, wo der Markt dann im oberen Bereich wieder runterdreht und dann im unteren Bereich wieder hochdreht. Man tradet auch nicht am oberen Bereich einfach pauschal Short, ne? Mich hat das sehr gewundert. Wir haben viele, viele bei uns im Chat gehabt, die hier wirklich aktiv oder sehr aktiv Short waren. Unsere Lisa ist gerade so aus dem Long noch rausgekommen. Im Take Profit, ohne dass wir was nachziehen mussten. Ich glaube 4,78 oder sowas. Ja, 4, doch. Warte mal. Doch, 4,78, ja. Ist sie oben noch rausgekommen. Und, also wirklich fast exakt im Hoch sogar, im Nachhinein betrachtet jetzt. Und waren so viele Short gewesen, ne, und so viele auch laut stark nach Short gerufen, dass ich wirklich eigentlich davon ausgegangen wäre, der drückt nach oben durch, weil er die Leute gerade mal schön parat liegen hat, weil das macht er mal gerne, ne? Dann haben wir alle gerade ganz laut Short schreien, dann springt er einfach mal richtig oben raus. Und dafür hat er sich echt ganz gutes Stückchen nochmal nach unten durchgeworfen. Hat aber, wie man dann auch gemerkt hat, eben viele, die Short drin waren, so weich gespielt, dass die alle auf einen Stand wieder abgebrochen hatten oder sogar im Verlust. Und dann unten raus gar nicht mehr dabei waren. Aber dennoch, ein bisschen aufpassen, es ist halt eine Range, ja, sollte man auch berücksichtigen im Trading-Setup. Und nicht versuchen, hier einen Trend zu handeln oder was auch immer. Ja, und sich bewusst machen, dass eine Range immer wieder zu ihrer natürlichen Mitte tendiert, solange bis sie eben auflöst. Das heißt, wer immer am Rand oder ohne Ausbruch schon Short
oder nach außen tradet und Stop Loss in die Mitte legt, der ist halt ultra gefährdet, hier halt richtig Kohle liegen zu lassen. Ne? Deswegen, wie wir das schon bei seinen paar Tagen immer wieder sagen, achtet auf die Signale, ne? Versucht wirklich die Signale mit zu traden. Und in der Range tradet man eher von außen nach innen, ne? Wenn das sich eingedreht hat. Ja? Damit man eben nicht im Ausbruch dann dasteht und hier richtig eine auf die Keule kriegt. Aber ich sag's nochmal, die Bewegungswelle kann dicke von hier nochmal nach oben getragen werden. Deswegen alles über 3,30, 3,50 würde ich Richtung, ja, gut und gerne 5,50, 5,10 anzählen. Und unterhalb bei weiteren Tiefs unter auch 2,70 rechne ich mit Gap plus 2,30 und dann geht er bestimmt auch mal schon mal Richtung 1,50, 100 raus. Denn das haben wir gestern auch gesagt, die SKS ist möglicherweise schon angebrochen. Wir haben schon einen Schluss drunter gehabt. Ne, sollte das bloß ein Rücklauf gewesen sein und drückt sich jetzt nach unten durch, kann er hier unten richtig Flügge kriegen. Also das Kästchen ist noch gültig, das Ziel ist noch gültig, die Triggerlinie ist noch gültig. Können wir eigentlich mal ein Stückchen nach rechts ziehen hier. Ja, also wenn der unten raus wandert, gut aufpassen, nicht, dass man dann plötzlich anfängt, die ganze Zeit long zu traden, weil man sich jetzt sagt, na, jetzt trade ich aber in die Range bitte rein. Ja, also da eben gut aufpassen. Aber solange der hier auch nur zur Seite schiebt, noch nicht so viel erwarten. Ne? Ausbruch ist erst dann da, wenn wirklich ein Ausbruch da ist. Bisher ist noch keiner drin. Also, ich wünsche euch was zum Donnerstag. Viel Glück, viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.